Hallo liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Far Cry 2 hier in dem Bonusbereich von Diamonds are the Soldier's Best Friend. Wir sind natürlich jetzt hier in der Boazako im Osten dieser Map und wollen auch hier sämtliche 12 Diamanten, die ja irgendwo zu sein scheinen, suchen, finden, bergen und natürlich dabei unsere Freude haben. Und den allerersten wiederum, den finden wir gleich hier fort. Und natürlich auch gleich ein Schakalband vor Ort. Das sind ja wirklich zwei wunderbare Sachen schlechthin. Hören wir uns doch erstmal das Schakalband uns an. Warum Afrika? Überall auf der Welt werden Waffen gebraucht. Warum hier? Warum in meiner Heimat? Jeder Ort ist für irgendjemanden Heimat, Kumpel. Aber es gibt trotzdem Kriege. Ich fange keinen Krieg an, auch diesen nicht. Aber ihre afrikanischen Brüder wollen sich ja unbedingt gegenseitig tot sehen. Ich soll woanders hingehen? Dort hat auch einer seine Heimat. Aber der ist ihnen egal. Und wäre es ihre Heimat? Meine ist der Krieg. Jo, gut, das waren zumindest schon mal zwei wunderbare Sachen zu Beginn eines neuen Parts. Deswegen schauen wir uns doch mal um, wo hier der nächste Diamant sein wird. Der nächste Diamant befindet sich hier gleich bei diesen Wasserfällen, genau diese Richtung. Und wir wollen doch mal gucken, wie viel denn der 63. Rohdiamant denn uns an Wert bringt. 3 Stück. Na, das sind doch wirklich wunderbare Sachen. Und wir reden hier natürlich vom Rohdiamant Nummer 66. Puste, Huste. Auf zum nächsten. Diamant Nummer 67 befindet sich direkt vor unserer Nase. Irgendwo hier hat man den Diamantenkoffer versteckt und wir werden diesen natürlich gerne für unsere Zwecke nur zu gerne aufsammeln und dessen Inhalt an uns weiterreichen lassen. Der nächste Diamant, dieser befindet sich natürlich gleich hier vor dieser Hütte. Und nicht nur der Diamant, sondern auch noch eine goldene AK-47 werdet ihr noch gleich hier mit vorfinden. Aber uns interessiert in erster Linie erst einmal nur der Diamantenkoffer, der uns zwar einen, aber dennoch einen wertvollen Diamantenguthaben beschert. Auf zum nächsten. Wir schleichen uns des Weges zur OGC, Occidental Growers Company, um hier einen Diamantenkoffer zu finden und dessen Inhalt mit zu bergen. Und dieser wiederum befindet sich natürlich genau dort und möchte nur noch von uns eingesammelt werden. Deswegen tun wir doch gerne mal dieses jeweilige Vorhaben für unsere Zwecke. Dieser beschert uns ganze 2 Stück, läuft an sich. Auf zum nächsten. Selbst hier in OCG befindet sich ebenfalls ein Diamant direkt vor unserer Nase und definitiv auch hier in dieser Hütte. Und wir wollen den natürlich gerne mit einheizen. Allerdings sind die Leute hier zum Teil nicht gerade sehr freundlich auf uns gesinnt. Deswegen wollen wir uns mal hier ein bisschen sputen und dann uns auch mal ein bisschen beeilen. Nicht, dass die hier noch ein bisschen Ärger mit uns machen. Zunächst müssen wir aber erst einmal den Eingang dazu finden. Und den wiederum, den finden wir natürlich auch. Aber zunächst, wir müssen erstmal hier Gegner erstmal beseitigt werden. Und es geht natürlich stilvoll hier oben rein, damit wir dann hier drin auch noch den Diamantenkoffer noch mitfinden. Und auf zum nächsten! Der nächste Diamant, der uns spendiert wird, kommt von Private Property hier gleich zu Beginn. Und dieser befindet sich auch direkt vor unserer Nase. Wir müssen lediglich nur einen einfachen Weg dorthin finden. Wie für gewöhnlich, mit einem einfachen Sprung kann man hier hin und sich diesen Diamantenkoffer in einem Wert von 3 uns einfach mal mit einsammeln. Läuft an sich. Auf zum nächsten. Wir bleiben gleich hier in Private Property und wollen uns natürlich auch jeden nächsten Diamant uns mitsuchen, der sich offensichtlich hier am Dach dieser Garage sich befindet. Nachdem wir allerdings erst einmal die Leute hier ein klein wenig umstimmen mussten, nach dem Motto, wer hier eigentlich der Stärkere ist, haben wir das jetzt nun ja, für uns entschieden und wollen diesen Diamanten gerne an uns nehmen. Auf zum nächsten. Wir bleiben natürlich gleich hier in Private Property oder sagen wir mal mehr an der Grenze und wollen hier definitiv diesen Diamantenkoffer, der so schön auffällig vor uns liegt, einsammeln und natürlich uns darüber freuen. Auf zum nächsten. Der vierte im Bunde von Private Property liegt natürlich direkt vor unserer Nase, hier so richtig schön am Berge. Und deswegen wollen wir uns auch den hier gerne noch mit einsammeln. Dieser beschert uns, sage und schreibe, 2 Stück. Somit haben wir bisher 74 von 221 Diamantenkoffer gefunden. Fehlen natürlich noch ein paar, aber die holen wir uns auch noch. Diamant Nummer 11 befindet sich direkt vor uns, hier bei diesem Autofrack. Und wir wollen doch natürlich nicht Nein sagen, wenn wir dieses Angebot nur zu gerne mit annehmen wollen.
Diese beschert uns ganze einen Diamant, aber wie bereits des Öfteren erwähnt, Kleinvieh macht auch Mist. Deswegen suchen wir uns noch den letzten. Den letzten Diamantenkoffer für diese Region, Leboa Sago im Osten, befindet sich direkt vor uns hier auf diesen Felsen. Und man muss hier lediglich hier diese Steine hier mit hinaufklettern und dann finden wir hier Diamantenkoffer Nummer 12. Somit haben wir jetzt 76 Diamantenkoffer insgesamt schon gefunden. Hier seht ihr nochmal alle Standorte und das könnt ihr natürlich dann für eure Zwecke dann gerne benutzen. Ich danke natürlich erst einmal hier fürs Zusehen und wir sehen uns dann somit beim nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.